Futurama is brought to you by Glagnar's Human Rinds. It's a buncha muncha cruncha humans. Serienvorspänne. Im zweiten Teil meiner Videoreihe widme ich mich den Comedy- bzw. ganz neudeutsch auch den Dramedy-Serien. Und wie schmal der Grat zwischen der reinen Komik und dem ernsten Anliegen dahinter sein kann, wird manchmal durch nichts deutlicher als eine kreative Einstiegssequenz. Aber beginnen werden wir mit etwas, was seit 27 Jahren genau gleich geblieben ist und sich doch mit jeder Folge neu erfindet. Natürlich ist das Intro Kult. Und genauso Kult sind die zahlreichen einzigartigen Varianten der Tafel- und Couch-Gags. Da kommt bei geschlagenen 600 Episoden ganz schön was zusammen. Aber fast noch bemerkenswerter ist es, wenn die Macher der Serie die Einstiegssequenz aus der Hand geben und einem kontroversen Künstler wie Banksy überlassen. Er geht sogar so weit, die Produktion der Zeichnungen und Merchandise-Artikel in Südostasien anzuprangern. Eine künstlerische Selbstkritik. Futurama is brought to you by Thompson's Teeth, the only teeth strong enough to eat other teeth. Vor allem konsum- und gesellschaftskritisch ist die Schwesterserie Futurama. Und sie hat direkt etwas mit den Simpsons gemein. Beide haben einen individuellen Anfang und ein individuelles Ende. Im überdimensionalen Fernseher läuft stets etwas anderes. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky little boxes. Die Gesellschaftskritik in Weeds trifft hauptsächlich die prüden amerikanischen Vororte. Diese sind ja gerade in Kalifornien wie aus dem Boden gestampft. Und so sieht ein Haus aus wie das andere und die Einwohner spiegeln es wieder. Das dazu passende Titellied Little Boxes wird in der zweiten und dritten Staffel in jeder Folge von einem anderen Künstler interpretiert. Doch ab der vierten verlässt die Serie die Vororte und wird so eine Art Roadtrip. Damit ändert sich auch das Konzept des Vorspanns radikal. Eine einzelne Kameraeinstellung deutet eine Schlüsselszene der Episode an. Foreshadowing nennt man das. Und genau das Gegenteil von Foreshadowing passiert in der achten und letzten Staffel, wenn die bisherige Odyssee wortwörtlich nachgezeichnet wird, wieder intoniert mit Little Boxes. Und das wiederum nennt man einen Zirkelschluss. Ihr Gespür für kreative Einstiegssequenzen beweist Weeds-Schöpferin Jenji Cohen auch bei Orange is the New Black. Der Vorspann zur Knastserie zeigt keine der Figuren, sondern 52 tatsächlich Verurteilte. Die fünftletzte davon ist Piper Kerman, auf deren Buch und Lebensgeschichte Orange is the New Black basiert. Es gab drei verschiedene Regieanweisungen für die Nahaufnahmen. Denke an einen friedlichen Ort, denke an eine Person, die dich zum Lachen bringt und denke an etwas, was du vergessen willst. Auf eine gänzlich andere Weise befasst sich mit den Nachwirkungen einer Straftat der Tatortreiniger und beweist, auch deutsche Serien können kreativ sein. Schön gefilmte Details leiten immer neu auf den aktuellen Schauplatz respektive Tatort über. Die Umgebungsgeräusche leiten die Musik ein und begleiten sie, ein Prinzip, das einst ein passender Filmklassiker erfunden hat. Spiel mir das Lied vom Tod. Zu Tode gelangweilt ist der Hauptcharakter und Schriftsteller von Bored to Death. So sehr, dass er zum Hobbydetektiv wird. Das Intro bringt den komödiantischen Film Noir auf den abgetippten Punkt und erinnert angenehm an die alten Blake Edwards Filme. Ein bisschen mehr als nur gelangweilt ist Autor Hank Moody in Californication. Und obwohl sich die Serie vordergründig um sexuelle Verwicklungen und ihre Konsequenzen zu drehen scheint, geht es doch in Wahrheit um seine Sehnsucht nach dem verlorenen Glück, symbolisiert durch die Impression seines alten Lebens im Super 8-Look.
Eine Serie, die auf den ersten Blick ihren Witz nur aus der Konfrontation von Menschen und anthropomorphen Tierwesen zu ziehen scheint, ist BoJack Horseman. Doch spätestens ab dem Intro wird der oberflächliche Humor abgelegt und einem das wahre Motiv vor Augen geführt. Es geht um Depression. Ganz anders hält das britische Original von The Office die Depression in Bildern fest. Gerade ohne sichtbare Menschen wird die alltägliche Tristesse greifbarer. Und den Mensch im krassen Kontrast zur eintönigen Arbeit zeigt uns die Sitcom Working, die hierzulande Die lieben Kollegen heißt. You wanna go where everybody knows your name. Die Menschlichkeit und Wärme, die wir uns nach der Arbeit wünschen, zelebriert der Klassiker Cheers, was auch irgendwie sinnbildlich für die Funktion einer Sitcom ist. In ähnlich zeitgenössischen Bildern schildert Desperate Housewives die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, beginnend bei der biblischen Eva. Schließt aber auch zugleich den Kreis, als den vier Hauptakteurinnen der verführerische Apfel in die Hände gelegt wird, die Waffe der Hausfrauen. There once was a pie maker who had a gift, a touch that brought the dead to life. Wie man eine komplizierte Fantasy-Prämisse im Vorspann charmant erklärt, zeigt uns Pushing Daisies, märchenhaft und wie einem Tim Burton-Film entnommen. Dass aber auch nicht alles eine Erklärung braucht, zeigt uns Masters of Sex. Wir ordnen schon selbst die Bilder dem Akt zu, auch ganz ohne Erklärung. Die Erklärung für das uns bekannte Universum ist der Urknall. Und der Vorspann zu The Big Bang Theory illustriert irrwitzig schnell den Werdegang. 4 Milliarden Jahre der Evolution seit den ersten Einzellern. Und wir sitzen letztendlich zusammen beim Essen eines Lieferdienstes. Bang. Jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles. Eigentlich nicht viel mehr als schnell ist das Intro zu den Teenage Mutant Ninja Turtles. Ehrlich gesagt ist das einzig Bemerkenswerte daran, dass man in der deutschen Fassung Frank Zander singen ließ. Aber was soll's, 30 Jahre meiner ganz persönlichen Evolution und ich liebe es noch immer. Kennt ihr diesen Trend, wenn amerikanische, konfuse Augenzeugenberichte songified werden? Unbreakable Kimmy Schmidt nutzt das, um die Prämisse der Serie in Szene zu setzen und ist gleichzeitig ein Plädoyer für die Stärke der Frauen. Und ist damit der schönste Beweis dafür, dass Intros so viel mehr sein können als die geschickte Platzierung des Serientitels.